Hallo Kinder und herzlich willkommen zurück bei South Park, The Stick of Truth. Wir haben heute den Quest der Barde zu erledigen. In der letzten Episode ist viel passiert. Wir haben gelernt, wie man Furzgranaten wirft. Das hätte ich gerne in meiner Kindheit auch gekonnt. Das hätte mir viel Streit erspart. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Ja. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Shine, Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the Bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Alter, das wird bestimmt richtig mies, aber ich finde das, ich fand das gerade eben so unglaublich geil und irgendwie auch liebevoll gemacht, diese Taverne. Also ich hätte gern damals, ich hätte gern mit denen gespielt. Ich speichere nur mal kurz, weil dieser Barde irgendwie relativ krass klingt und ich nicht direkt zersiebt werden möchte. Finde den Barden im Keller der... Das sieht irgendwie nicht so gut aus mit dem Strom. Wollte ich nur mal nebenbei anmerken. Ne? Butters. Merken wir uns, weil das wird bestimmt nachher vielleicht benutzen müssen. Auch schön hier, ne, wie diese ganzen Fässer hier unten rumliegen, obwohl eigentlich einfach gar nichts drin ist. Und wir haben einen USB-Stick gefunden! Yeah! Das wollte ich schon immer mal haben. Und USB-Stick ist super. Du glaubst, du hörst ihn, Butters. Alles klar. Und Cartman ist einfach mal da oben und zieht sich Chips rein, die fette Sau. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Wie geil, ey, Mann. Wie schön. Ah, vorher hat er mit der anderen Hand Gitarre gespielt. She didn't talk much, but boy, did she swallow. Alter, ist das geil. Ohne Witz, ey. Das ist mit einer der besten Szenen, die wir bisher im Let's Play drin hatten. Richtig, richtig gut. Ja, was würde ich denn gerne machen? Lass mal gucken. Ich würde, glaube ich, den Völkerball benutzen, um erstmal da hinten diese Fernkampf-Bitches auszuschalten. Die geben mir nämlich ein bisschen mies auf den Sack. So. You're not waiting on me, are you? Wenn die Waffe drücke, X anzugreifen, dann lass mal furzen. Konnte ich nicht. Ich konnte nicht furzen, aber ich konnte auch nicht gut werfen. Super, ich habe gar nichts hinbekommen. Das war natürlich eine tolle Runde. Genial. Komm, ich geh mal hier. Nehmen wir direkt die Fähigkeiten. Und haben wir da die Richtigkeit auf den Typen drauf. By the Hammer of Butters! By the Hammer of Butters! Oder was auch immer. That was the most perfect throw I've ever seen. Ja, da habe ich schon einen Witz drüber gebracht, Butters. Das darf ich nicht nochmal machen. Sonst wird's langweilig. No. Oh, gezackte Pfeile, Alter. Was sind das für Profis hier? Und jetzt, na super, Butters ist direkt mal wieder am Bluten, er hat seine Tage. Ey, die Dialogschreiber in dem Ding, die müssen doch irgendwas, also genial. So, ich wollte eigentlich gucken, ob man da furzen kann, weil man muss ja gucken, wie die Waffe blinkt, aber anscheinend ging das nicht gleich. So, manchmal direkt so, oh! Alter, der Völkerball hat ja echt, kann der auch sich selbst eigentlich eine heilende Berührung geben, das weiß ich gar nicht. Nee, kann er nicht, aber er könnte mal direkt... Don't forget to tip your serving wench. Ja, halt mal hier bitte da oben kurz mal die Klappe, damit ich meinen Heiltrank benutzen kann, um aufhören zu bluten. Um aufhören zu bluten, Digga!
macht das Spaß hier, ey. Das ist wirklich so, ja. Davor ein bisschen Minecraft gezockt und South Park ist aber trotzdem gerade einfach so das, was mir am meisten Bock macht. Weil es so schön entspannend ist auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß gar nicht, warum. Also gerade für, ich habe auch von vielen gelesen, die keine South Park-Fans sind, dass denen trotzdem... Das ist tot. Finde ich nicht so gut. Dass denen trotzdem das Spiel... Alter, jetzt sind wir aber gerade mies dran. Ich meine, jetzt sind wir so ein bisschen im Arsch gerade eben, weil ich hier mal irgendwie durch die Gegend reden wollte. Nee, also ich wollte nicht sagen, dass Minecraft mir keinen Spaß mehr macht oder irgendwie sowas. Ich wollte einfach nur sagen, dass South Park so... Ja, was Schönes ist... Und du aufs Klo musst, ist ja auch okay. Nee, dass South Park was total Schönes ist und sehr viel Spaß macht. Aber dass ich auch gelesen habe, ich bin ja ein Fan der Serie, dass selbst Fans der Serie das Spiel richtig lustig und gut finden. Und das finde ich schön, weil die Serie hätte auch meiner Ansicht nach noch mehr Aufmerksamkeit verdient. Das könnte einfach jeder auf der Welt gucken, das wäre mir komplett egal. Jetzt lass mal hier kurz eine richtige Fähigkeit machen und zwar nicht den Atem des Drachen, oder? Doch, da kann man doch jetzt, wird nicht der andere auch? Nee, der wird nicht angegriffen. Egal, dann machen wir einfach hier wieder den Keule der Heilung. Ja, ist ja jetzt... Kannst du mal bitte die Fresse halten? Ich versuche nebenbei zu kommentieren. Bitch. Auch wenn ich gerade am Sterben bin. Das passt mir aber ganz gut. Oh. Alter. Forgive me, douchebag. I have a nice lance that she said... Oh, Mann. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Das könnte der erste Kampf sein, den wir verlieren, wenn wir jetzt Pech haben. Das war aber auch von mir jetzt gerade eben nicht so gut konzentriert, wie ich mich hätte konzentrieren sollen. Ganz ehrlich. Also das nehme ich auf meine Kappe, wenn wir hier verkacken. Das nehme ich auf meine Kappe, Freunde. Weil die auch schon wieder irgendwie wiederbelebt sind hier. Was läuft denn bei denen? Kann ich denn vielleicht... Nee, kann ich nicht. Ich habe halt einfach keinen Mana am Start. Das ist auch irgendwie kacke. Komm, wir machen hier. Wir betäuben den mal. Zack. Dann hat sich das schon mal zumindest im Ansatz erledigt. Und der setzt wieder seine gezackten Pfeile ein und... 10 TP. Alter Vater. Hier, komm mal. Badass, mach mal deine heilende Berührung. Leg da mal direkt schnell drauf. There you go, Al. Hätte ich da irgendwie noch A drücken müssen oder so? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Seine heilende Berührung hat schon mal ein bisschen was gebracht. Und ja, dann machen wir jetzt erstmal hier den hier schnell platt, ne? Zack. Von wegen, das wird irgendwie hier unser Kampf, den wir verlieren. Das könnte knicken, Leute. Ich bin der Pro. Der Minecraft, Bro. Zack. Also dieser Stab der Heilung, der rockt auch echt ganz schön die Scheiße weg. Das muss man dem lassen. Auf in den Kampf und Badass, hau mal richtig drauf. Heiliger Bonusschaden und damit hat sich der auch erledigt. Wow, what a butt kicking. You think we were too hard on him? Nee, das war genau richtig. Der hat doch schlecht gesungen, finde ich. Nein, er war super, wunderschön. Finish them off. I will protect this stick of truth. The Bard will reward us for this. Ja, ich sammle hier erstmal wieder alles ein. Da du jetzt mehr als einen Furz beherrschst, halte RB gedrückt und wähle die Furzgranate oder tippe RB an, bis sie ausgewählt ist. Ja, lass mal gucken. Benutze die Furzgranate an offenem Feuer, um Explosionen zu erzeugen. Halte bei ausgewählt nach R nach unten, ziehe mit L und drücke R nach oben, um zu schießen. Ja, also die Furzgranate rockt jedenfalls ganz schön die Scheiße weg. Warte, jetzt kann ich mal hier ein bisschen zur Seite gehen und dann wahrscheinlich so. Hier in die Richtung. Hey, Sir Douchebag, up here. Okay, Moment. Zack. I'll handle this. I'll handle this, oh. Ow. Das hast du total gut gemacht. Das ist ja. My ankle. I think it might be broken. Maybe das ist okay. So, Moment, ich geh mal wieder. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber es war trotzdem witzig. Ich wollte eigentlich mal wieder furzen. So. Also, diese Fürze, Mann. Ich wusste gar nicht, dass man mit Fürzen so viel machen kann, aber ist super. Oh, it's on. Ja, it's on. Bitch. What the heck? I'm gonna get grounded anyway. You might as well. Ja, der Typ, der liegt ja eh schon irgendwie mega mies auf dem Boden, deswegen können wir auch direkt mit der Keule der Heilung draufgehen. Zack. Und danach mit Badass Hammer und dann hat sich der elfische Schwertkämpfer eigentlich schon in 3 Sekunden erledigt. Boom, in your face.
Jetzt haben wir nur noch den elfischen Beschützer. Der ist natürlich ein bisschen krasser am Start mit 234 TP und ich bin gerade schlecht im Blocken, aber das ist okay. Warum können wir eigentlich keine Magie einsetzen? Wie sammeln wir denn Mana? Ich weiß das gar nicht. Das könnte mir mal jemand in die Kommentare schreiben. Vielleicht geht das ja auch erst später. Ich vermute, das geht erst später. Fähigkeiten. Wir haben irgendeine Fähigkeit. Kommen wir an den Atmos Sachen. Haben wir schon lange nicht mehr eingesetzt. Können wir mal machen. Auf einmal wie so ein Verrückter. Da hat sich das direkt auch mit seiner Rüstung erledigt. Er brennt ein bisschen und Butters kann dann eigentlich wieder mit dem Hammer der Gerechtigkeit drauf. By the hammer of butters. Zack. I just was seeing if it works. Ja, hat ja funktioniert, Mann. Du musst nicht immer den gleichen Spruch bringen bei deinen Fähigkeiten. Nochmal? Nee, war alles. Gut. Die blocken auch immer gleichzeitig. Habt ihr das gerade gesehen? Das war so ein kleiner Tanz. Aha, wunderschön. Zack. That serves him right. Also gerade läuft das ja am laufenden Band hier. Einen elfischen Kurzbogen haben wir auch bekommen. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Das werden wir gleich mal im Inventar checken. Die Kacke, die gepinkelt hat. Das sollte mal verfilmt werden. Also wenn die Kacke, die gepinkelt hat, mal verfilmt wird, da habe ich richtig Bock drauf. Das wird total schön. Elfischer Kurzbogen ist auch Level 3. Und, Feuer 3 Geschosse habt, die kritisch wirken, wenn du triffst. Und der Völkerball ist natürlich auch geil. Ich lass mal den... Ah, nee, es ist 20 mal 3. Es ist besser. Komm, wir nehmen den elfischen Kurzbogen. Der steht auch so Magier einfach besser als so ein schmieriger... Ja, als so ein schmieriger Völkerball. Oder Rakete, der Verlangsamung. Was haben wir denn... Oh. Alter, was ist denn das? Geil, warum habe ich das noch nie genommen? Ja, eine Rakete passt natürlich noch viel besser als ein Bogen ins Mittelalter. Setting. Ja, ach so, du sollst schon wieder... Ja, dann mach das mal hier. Komm, dann gehen wir wieder einen Moment hier. Da müssen wir hin. Yes, sir. Here's a buddy. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Warum ist... Level 12 thief can't take care of. You guys go ahead. Warum ist Butters eigentlich schon unter uns, obwohl wir das neue Kind in der Stadt sind? Maybe you should see a doctor. Das ist irgendwie... Das ist unlogisch, ja? Die Hierarchie ist unlogisch. For the elf king! Someone help! Was? Take that! Cartman! Moment, ich wechsle hier mal schnell auf mein... ein bisschen können wir hier noch schlagen lassen. Ich finde, es sieht ja auch ganz nett aus irgendwo. God damn it! I saw a move. Keep beating on him. So. Zack. Ah, verdammt, der war, glaube ich, nicht mehr ganz betäubt, aber der Rest sollte irgendwie... I don't like being pushed around. Die zwei sind noch ein bisschen am Arsch. Warum hat er eine Pizzaflagge am Start? Naja, egal. Ich probiere mal die Rakete der Verlangsamung und zwar auf den elfischen Bogenschützen. Zack. Critter. Ey, 99 Schaden und langsamer. Was ist das bitte schön für ein geiles Teil? Da kriege ich eine Latte. Latte, 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 Latte. Zack. Oh, da müssen wir wieder mit einer Fertigkeit draufgehen, weil der hat hier irgendwie mit dem Pizzaschild ganz schön was am Start. Butters, ich hab geblockt. Warum blockst du nicht richtig? Butters, das ist jetzt aber wirklich, ne? Das finde ich nicht so nett. Lass mal gucken. Ich gehe gleich mit meinem Atem des Drachen auf den Typen drauf, damit er nicht mehr so mega OP ist. Atem des Drachen! Ja, da brennt sein Kopf ein bisschen. Da kann ich jetzt aber auch nichts fühlen, ne? Paladin und 1, 2, 3, zack! Zorn der Elfen. Ja, warte mal ab, bis der Zorn der Milfs kommt. Da hast du mehr Titten im Gesicht als 1968. Ich weiß, manchmal ergeben die Sprüche nicht so wirklich Sinn, aber Butters blutet und stirbt gleich. Das ist doch schon mal was. Rüstung. Wieso Rüstung erhöht? Was ist denn das bitte schön für ein Typ? Der stirbt doch eh gleich, aber egal. Langsames Zerschmettern. Ja, komm. Mach halt Butters kaputt. Der war eh schon halb am Sterben. Der lag ja schon im Grab eigentlich. Wir brauchen mal unbedingt mehr Wiederbelebungstränke, denn das ist der letzte, den wir am Start haben. Und das ist nicht so gut. Ich würde jetzt mit der Rakete der Verlangsamung den elfischen Bogenschützen hier mal... Oh, verdammt. Viel zu spät, aber trotzdem ausgereist. Zack, einmal hier noch in Popo rein. Und der hätte sich gerade eben selbst... Ja, selbst entflammt. Passiert halt ab und zu. In guten Pizzerien und anderen Restaurants. Entflammt man sich schon mal selbst. Das ergibt mal wieder keinen Sinn, aber... Fähigkeiten, ja, Ja, komm, das kann man mit der Keule der Heilung fertig machen. Da brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Da brauchen wir nicht noch groß irgendwas drum machen, ne, Mignon? Nochmal Butters Hammer drauf und dann hat sich der elfische Vollstrecker auch erledigt. 3, 2, 1. Ich finde ja schon geil, dass sich am Ende des Kampfes immer geheilt wird. Das habe ich immer auch in richtigen Rollenspielen. Also, das ist ja ein richtiges Rollenspiel. Ja, ja, lass mir noch ein bisschen liegen. Ich finde das ganz gut. Lass ihn einfach ein bisschen liegen. Ich finde das... Lass ihn ein bisschen liegen. Ich, Ja, ich schau mir noch ein bisschen die Schränke an. Lass ihn ruhig ein bisschen... Lass ihn ein bisschen liegen. Ich geh mal raus, ne? Nein, Moment, ich meine Kühlschrank. Lass ihn ruhig ein bisschen liegen. Tschüss.
Lass ihn ein bisschen liegen. Lass ihn. You're not getting passed up, fucker. Lass ihn ruhig, lass ihn ein bisschen entspannt, lass ihn entspannt liegen. Das ist ganz okay. Ich glaube jetzt war das. Nein, doch, ja, doch, jetzt kommen wir mal holen. Hier, der arme Cartman, ich mag den ja eigentlich. So, Moment. Hier kurz durchwechseln, auf Begleiter befehligen und yes, dann soll er das mal machen. There's a buddy. There's a buddy. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms. They took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini. Not dead. You can't loot me yet. Oh Mann, das ist ja total langweilig. Also, wir müssen nach oben. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Elves. Oh, Freunde, das sind wirklich richtig spannende Sachen, die hier in South Park The Stick of Truth passieren. Und das Ganze geht morgen weiter. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, einen kleinen Daumen nach oben da zu lassen und gerne auch einen netten, freundlichen Kommentar. Wie beschissen ich doch kommentiere, verdammt nochmal. Nee, Spaß beiseite, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein fröhliches Kinder. Und das ergab keinen Sinn, aber ist mir vollkommen egal.